Yo, yo, guys, ich bin nochmal in der ersten Mission zurück und ihr seht bereits, dass ich hier aktuell bisschen was mache, und zwar die Nebenmission. Ihr wisst schon, die Frau mit dem Huhn töten und das mit der Kuh in dem See zu werfen. Ich habe das jetzt alles gemacht und hoffe dadurch dann das Ganze freizuschalten. Und ja, gute Arbeit, Crypto. Das werde ich im Übrigen bei der anderen Mission auch machen. Ich habe nur hier das Huhn nicht gefunden, ne? Und ja, das ist halt fucking weird. Du kannst den Hirnstamm aufnehmen und so sammeln. Aber okay. Das passiert halt. Gleich geht's aber mit den normalen Missionen weiter. Das wollte ich halt nur machen, weil einfach ich das gleich direkt auf Anhieb machen wollte. Ich habe auch hier lange geguckt, wo diese Großmutter ist. Lass mich los, du Schatz! Und ja, es hat eine Weile gedauert, bis ich überhaupt was gefunden habe. Ich bin, so wie es aussieht, öfters mal zurückgelaufen, weil ich mir nicht ganz sicher war. Und ich die ganze Zeit gehört wurde. Oh, nicht schon wieder! Und ja, ich habe immer wieder mal was versucht, aber nichts hingekriegt. Aber okay. Irgendwann habe ich, glaube ich, die Frau dann gefunden. Als ich hier so rumgeguckt habe. Und ja, ich habe mich auch ein bisschen dämlich angestellt, wie man gerade gesehen hat. Oh Mann. Du bist der, der meine weiß gestohlen hat. Auch nicht, was da passiert ist. Lass mich voran der Arbeit, Crypto. Aber okay. Den Rest habe ich offensichtlich mit dem Zapper getötet. Und ja. Ach so. So wie das aussieht, habe ich auch übersprungen, weil das alles weird war. Haben wir ja alles schon gesehen gehabt. Und ich habe dann tatsächlich auch die gefunden, so wie es aussieht. Und habe dann eine Huhn genommen, wie man sehen kann. Musste aber dann tatsächlich feststellen, dass die abgehauen ist, aber nicht weit weg. Und hab dann versucht, mein Bestmöglichstes zu geben, aber wie es aussieht, hat es nicht ganz so funktioniert. Deswegen habe ich es offenbar nochmal probiert. Das ist weird, das alles nachzukommentieren, aber aus dem Weg, Polizei. Gott, ich hoffe, der sollte weggehen. Und vernichte alles, was dir vor die Rohre kommt. Oh. Ich wollte unbedingt diese Frau töten. Ich weiß nicht warum. Aber reißender kleiner Schädling. So wie es aussieht, hat es mir dann irgendwann doch gereicht und ich habe sie so getötet. Warum auch immer. Ich dachte, dass das eine kluge Idee gewesen wäre. War es aber offensichtlich nicht.
Sie ist dann tatsächlich gestorben, wie man gerade auch gesehen hat. Habe ich eine Drohne gefunden. Und ich habe dann offenbar das hier versucht, es aber nicht hingekriegt, weil sie wohl schon tot war. Offenbar. Ja. Das war halt. Dreh eine Runde Pech. Raumschiff, entwickle ein Gespür für die Steuerung und dann aber, los. Ja, ich denke. Zerstöre alle Gebäude, hinterlasse keine Spuren. Ich muss es wohl oder übel nochmal probieren. Traurigerweise. Aber gut. Ich denke, ich werde es dann auch tatsächlich am Ende des Parts nochmal probieren. Und euch dann reinschneiden. Aber eine Mission haben wir zumindest geschafft. Das war gut. Vermutlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das gut war oder nicht. Gut geschossen, es heißt ja, mach alle optionalen Missionen und schaffe die. Das mit der Frau war auch eine optionale Mission. Und ja, ich habe es leider nicht gebacken gekriegt. Ich werde am Ende des Parts, denke ich, nochmal probieren. Aber ja. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich werde da euch, denke ich, auch alle Versuche reinschneiden, die gehen. Und ja. Ich werde euch auch das mit dem Bürgermeister reinschneiden, weil das ist ja auch noch eine optionale Mission gewesen. Aber das denke ich erst nach der Mission. Ach ja, und falls ihr fragt, ich nehme das ja noch vor, also dies auf, sondern halt noch vor Projektbeginn. Falls ihr euch fragt, warum ich das mit den optionalen Missionen mache, ich habe es ja im letzten Part schon gezeigt. Es gibt alternative Kostüme und ihr wisst ja, ich mache immer 100%. Und ich dachte mir einfach, dass man so das alles besser machen kann. Aber ja. Ich möchte euch natürlich auch alles zeigen und ja, und hier hat, sieht man auch bereits, jetzt ist es im Übrigen wieder live, also hi. Hier sieht man eine Kuh im See. Okay. Haben wir geschafft, aber das mit der Bauern mit Hilfe eines Hühnchens töten, das habe ich nicht geschafft. Hat man ja gerade gesehen. War halt komisch. Aber falls ihr euch jetzt fragt, hey, warum erzählt er uns das alles und warum lässt er das nicht einfach machen? Ihr wisst ja, dass das Game eine Missions ein Missionsgame ist. Ihr könnt es ja hier sehen. Es gibt Missionen halt. Und das möchte ich machen. Im Übrigen weiß ich jetzt auch, warum das Ding zerstört, warum ich jetzt nicht auf dieses Fest quasi gehen kann. Also ihr wisst schon, auf die zweite Mission gehen kann. Warum steht ein neues Artwork? Neues Artwork. Okay. Ja. Man kann nicht mehr auf diese zweite Mission zugreifen, weil, also nicht auf der Map zugreifen, weil man da nichts mehr zu erkunden gibt. Das habe ich auch erst jetzt gecheckt. Oha. Und hier haben wir was Neues freigeschaltet. Das ist nämlich ganz interessant. Das ist nämlich Konzeptart. Ja, tatsächlich.
Aber das sieht aus, als wäre das immer dasselbe. Kann das sein? Das ist doch immer dasselbe, oder nicht? Ja, doch. Lol. Ob man dann noch was Neues freischaltet, weiß ich nicht. Aber okay. Ja, es ist ja ein Missionsgame und ich möchte in jedem Part eine Mission machen, deswegen kann es passieren, wenn wir gut sind und schnell sind, dass dann die Mission erfolgreich ist und dadurch der Part kürzer, oder die Mission ist nicht erfolgreich und dann wird es länger. Ich versuche immer längere Videos zu machen, damit ihr mehr Spaß habt, aber okay. Ich kann hier auch wieder den Ladebildschirm nicht rausschneiden. Mann, oh. Sollte ja echt mal die Klappe halten. Bei sowas. Aber ja, jetzt müssen wir tatsächlich die optionalen Missionen auch machen, um den Anzug freizuschalten, ne? Ich kann mich so leicht an was erinnern. Ganz leicht. Nur um das nochmal klarzustellen. Also Also, Missionsgames werden diese immer so gemacht. Wiederkäuer scheinen von den Menschen genetisch verändert worden zu sein. Aber zu welchem Zweck? Du musst diese seltsame mutierte Spezies untersuchen. What? Suche nach der Quelle der Strahlung. Scanne eine Kuh. Hey, Dude. Wie bitte? Es geht ab. Gib mir dein Mein Kopf! Mein Kopf! Gehirnschmalz. Was? Ich muss das. Oh, ich muss das einsammeln. Scanne eine. What the fuck? Warum sind die grün? Gehirne! Gehirne? Gesundes grünes Leuchten? Diese Narren! Sie haben die armen Viecher genetisch verändert und in radioaktive, explosive Zombie-Kühe verwandelt! Führe ihnen vor Augen, wie närrisch ihre verrückte Wissenschaft doch ist! Oh mein Gott. Okay, töte einen Wissenschaftler mit einer explodierenden Kuh. Say what? Töte einen Wissenschaftler. Jetzt bist du. Boom! Oh, das war ein Wissenschaftler, echt? Cool. Willst du schon Zeig's Spaß? mir! What the Mein fuck haben Kopf die hier voll! gemacht? Ich musste mich ja unbedingt auf Quantenmechanik Boom! spezialisieren. Gefreiten Falschen! Boom! Komm hier noch. Explosionskuh. Töte Wissenschaftler. Okay, ich muss das tatsächlich auch mal machen. Okay. Brrr. Brrr. Ich bin auch eine Kuh. Brrr. Hey! Gib mir mal eure Gehirne. Boah, was willst du denn? Oh shit. Kann ich den trotzdem noch scannen? Offenbar. Ja, tatsächlich. Junge, was willst du? Junge, gib mir eure Gehirne. Danke. Hat er mich gerade Kommunist Das ist genannt? genau wie in der Kompo. Hui, flieg schön. Oh, ich liebe das. Gute Arbeit, Wow. Krypto. Die können ja auch so explodieren. Sorry. Space Invaders, rennt um euer Leben! Lol. Lol. Easter Egg. Space Invaders. Das ist ein Film, oder? War doch so. Bürgermeister beruft Stadtversammlung ein. Will endlich aufklären, was vor sich geht. Okay.
Nur autorisierte Personen können Sperrzonen betreten. Okay. Ein roter Balken am oberen Bildschirmrand weist darauf hin, dass du eine Sperrzone betrittst, die auch als rote Zone auf der Minimap angezeigt wird. Mit der richtigen Tarnung kannst du Sperrzonen nach Belieben betreten. Der Anzeigebalken wird grün werden. Eine Sperrzone ohne passende Tarnung zu betreten wird die Menschen in Alarm versetzen oder gar die Mission zum Fehlschlag machen. Das Alpha-Männchen der Stadt? Wo ist der denn auf einmal hingekommen? Ist doch egal. Du musst ihn aufhalten, bevor er deine Existenz der Öffentlichkeit preisgibt. Geh zu dieser Stadthalle und nimm die Stelle des Alpha-Männchens ein, um mit der erbsenhirnigen Menge zu sprechen. Okay. Ein Kleinwüchsiger! Nein! Ein Außerirdischer! Angriff! Geh mal weg hier. Scan, 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 danke. So. Na? Zeig Uli? Oh, jetzt bist du auf Rights. Wer braucht das? Ich halte. Tschüss. Gib mir eure Gehirne. Los. Nein, Crypto. Jetzt wissen die Menschen, dass du unter ihnen bist. Zurück zum Mutterschiff mit dir. Ach, komm. Hä, wer wurde denn alarmiert? Ich hab das gar nicht mitgekriegt. Oder dürfen die mich auch nicht sehen? Oh Mann, oh. Aber ich muss doch jemanden... Ja, ist gut. Das Alpha-Männchen der Stadt? Wo ist der denn auf einmal hergekommen? Hä, aber ich seh den gar nicht. Du musst ihn aufhalten, bevor er deine Existenz der Öffentlichkeit preisgibt. Geh zu dieser Stadthalle und nimm die Stelle des Alpha-Männchens ein, um mit der erbsenhirnigen Menge zu sprechen. So, jetzt bin ich ein ganz normaler Bürger. Hä, aber wo ist denn der Dude? Geh zur Stadthalle. Beruhige. Oh mein Gott. Wer immer du auch bist. Ups. Da habe ich aus Versehen gerade falsch gedrückt. Sorry. Oh ja. Ich könnte ein Porträt von Präsident Hoffman häkeln. Darüber würde er sich bestimmt. Mein Kopf sagt Hoffman. Aber mein Magen sagt alle abgesperrte Zone. Crypto, die charmanten Sicherheitsleute dieser Stadthalle werden dich nicht ohne Affenanzug einlassen. Nutze die Holobob-Fähigkeit, um den Ansprüchen zu genügen, okay? Okay. Ich muss also ein Militärstud finden. Ich bin das Gesetz! Ah ja, Brudi. Du hast es. Oh shit! Oh nein! Nein, Crypto! Jetzt wissen die Menschen, dass du unter ihnen bist. Zurück zum Mutterschiff mit dir! Fuck! Ja, okay. Oh man, das wollte ich nicht. Ich muss mich reinfuchsen. Wir sind erst ein paar drei, also chillt. Okay. Aber zum Glück gibt's ja einen Checkpoint. Hä, aber wen soll ich denn scannen, bitte? Das Alpha-Männchen der Stadt? Okay, ist der denn auf vielleicht gekommen? Ist nicht so ein... Du musst ihn aufhalten, bevor er deine Existenz der Öffentlichkeit preisgibt. Oh shit, hast du mich gesehen? Und nimm die Stelle des Alpha-Männchens ein. Nein, Crypto! Jetzt wissen die Menschen, dass du unter ihnen bist. Oh my fucking God. Wirklich? Mann, wie dumm stelle ich mich denn an, ey? Okay, ich merke, es wird schwieriger. Deutlich.
Das Alpha-Männchen der Stadt? Wo ist der denn auf einmal hergekommen? Ist doch egal. Du musst ihn aufhalten, bevor er deine Existenz der Öffentlichkeit preisgibt. Geh zu dieser Stadthalle. Nimm die Stelle des Alpha-Männchens ein, um mit der erbsenhirnigen Menge zu sprechen. Oh, shit. Beweg dich! Hat er mich gesehen? Aus dem Weg, oder ich schieße durch dich durch! Nein, Crypto! Jetzt wissen die Menschen, dass du unter ihnen bist. Zurück zum Mutterschiff mit dir! Als ob der mich gesehen hat. Stehen bleiben. Oh mein Gott. Der hat doch mich gesehen und dann wieder weg, ist er wieder weggegangen. What the fucking hell? Das Alpha-Männchen der Stadt? Wo ist der denn auf einmal hergekommen? Ist doch egal. Du musst ihn aufhalten, bevor er deine Existenz der Öffentlichkeit preisgibt. Geh zu dieser Stadthalle und nimm die Stelle des Alpha-Männchen. Als ob der mich schon wieder gesehen hat. Hab ich das vorhin gemacht? Fuck. Ach, muss ich das jetzt nochmal von vorne machen? Oh Mann. Weil ich jetzt Mission neu gestartet habe. Shit. Ja. Okay, das gibt einen Schnelllauf. Mann, ey. Okay, wir sind jetzt hier wieder da und ich habe nach wie vor keine Ahnung. Aufhalten, bevor er deine Existenz der Öffentlichkeit preisgibt. Geh zu dieser Stadthalle und nimm die Stelle des Alpha-Männchens ein, um mit der erbsenhirnigen Menge zu sprechen. Standen doch Dudes. Ich find's auch witzig, wie hier einfach überall. Mich schon wieder, oder? Ja, gut. Ich find's auch witzig, wie hier überall radioaktiver Stuff rumliegt. Ich treff die doch von... Tanz für mich! Los, tanz! Da hat mich schon wieder gesehen. Dann zeig mal, was du drauf hast! Jetzt bist du dran! Hallo? Okay. Es hat... Laut. Es hat offensichtlich funktioniert, auch wenn ich gleich mich wieder zurückverwandle.
So. Crypto, die charmanten Sicherheitsleute dieser Stadthalle werden dich okay. nicht ohne Affen ich bin jetzt ein dicker Polizist. Um den Ansprüchen zu genügen, okay. Ich bin ein dicker Polizist. Lassen die mich trotzdem durch? Offenbar. Ich mag diesen Nixon. Ich glaube, dass er uns Polizisten wieder zu großer Beliebtheit führen wird. Nixon? Ach stimmt, das Spiel spielt in Jahre... Olly Murphy ist ein Weichei. John Wayne hingegen, das ist ein echter Mann. 1930, ne? Mein Daddy hat im Weltkrieg gekämpft. Es ist rot. What? Warum liegen die Kommunisten nicht endlich mit der Invasion? What? Schlagstock. Hä? Schmiergeld vom Nein, Crypto! Jetzt wissen die Menschen, dass du unter ihnen bist. Zurück zum Mutterschiff mit dir! Okay, anscheinend hat das nicht gereicht. Alter, was? Okay, dann muss ich doch den anderen Dude, den ich da vorhin gegrillt habe. Scan, okay, alles klar. Dann machen wir das halt so. Dicke Scheiße. Das Alpha-Männchen der Stadt. Wo ist der denn auf einmal hergekommen? Aber wie soll ich das machen? Der darf mich ja nicht sehen. Bevor er deine Existenz der Öffentlichkeit preisgibt. Oh shit. Geh zu dieser Stadthalle und nimm die Stärke des Alphas um mit der Erbsenhirnigen Menge zu stoppen. Hä? Kleine grüne Männchen! Als ob. Hat er mich schon wieder gesehen? Okay. Okay, jetzt dürfte es aber gehen. Wo ist denn der andere Dude? Ich wollte eigentlich sein Gehirn haben, aber okay. Dann halt nicht. Kommt mal her hier. Jemanden mit meinem Schlag. Nein, Crypto! Jetzt wissen die Menschen, dass du unter ihnen bist. Zurück zum Mutterschiff mit dir! Ach, weil der sich gerade erst verwandelt hat. Ja, okay. Ja, was habt ihr heute noch so vor? Ich glaube, ich schneide euch das bis dahin. Also, bis gleich. Okay. Ich hab's geschafft. Wie soll ich in diesen Schuhen rennen? Du hast es recht. Oder auch nicht. Fuck. Nein, Crypto! Jetzt wissen die Menschen, dass du unter ihnen bist. Zurück zum Mutterschiff mit dir! Ich check's nicht. Ich darf da anscheinend nicht, auch nicht als Militärdude vorbei. Okay, dann halt nicht. Oder muss ich doch als Cop? Weil da standen Cops. Schneid euch das bis dahin. Nur kurz, Leute. Ich habe hier nämlich noch so einen Roboter gefunden. Aber was das jetzt mit Anzug irgendwie zu tun hat... Die Versammlung läuft bereits. Aber bevor wir uns um diese Mistgabel-Fanatiker kümmern, müssen wir erst das Alpha-Männchen finden. Was ist hier los? Okay, ich darf offensichtlich da nicht lang. Mein Schleifer ist ein echt harter Brocken. Hä, wieso ist das jetzt Sperrgebiet? Armtwist ist mein Held. Ich darf ohne Anzug nicht rein, okay.
Marschiert hier lang, marschiert da lang. Marschiert doch selber, ihr Wichser. Pass bloß auf. Zählt das als Anzug? Ich check's nicht. Diese außerirdischen pumpe ich mit Blei voll, wenn sie meinem Schaf Dolly zu nahe kommen. Oh, hier ist noch eine Drohne. Je mehr ich darüber nachdenke, desto klarer wird es mir. Kommunismus ist nicht einfach nur ein Wirtschaftsmodell. Ich check's nicht. Wille, der Wille, zum Proletariat zu gehören. Es soll ein Anzug-Heini sein. Ich darf aber nicht erwischt werden. Onkel Mirti in Frauenkleidern? Immer noch verdammt scharf, wenn man mich fragt. Da ist ein Ziel. Seht ihr das auch? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass da jemand ist. Los, tanz! Der einen Anzug trägt. Ich liebe mein Land. Ich liebe unsere Flagge. Oder... lol. Ne, ich komme da doch nicht durch. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nicht die Person bin, die ich hätte werden können. Mann, hasse ich dieses Marschieren. Diese Stiefel sind das Letzte. Ich check's nicht. Ein okay. Kleinwüchsiger! Nein! Ein Außerirdischer! Olivgrün hier, Kaki. Hm? Was ist denn falsch an ein bisschen Fuchsia? Ich hab... Ich dachte schon, hä? Die Offiziere reißen mir immer den Hintern auf. Mistkerle. Die F, er hat mich gesehen. Vielleicht... Ich hätte doch zur Nationalgarde von Texas gehen sollen. Das wäre eine entspannte Dienstzeit. Ich kann hier auch nicht. Das ist jetzt Sperrgebiet. Obwohl jemand gemerkt hat, dass ich mich von der Truppe abgesetzt habe? Das ist doch kein Sperrgebiet. Ich will wie Sergeant York sein. Oder Gomer Pyle. What the fucking hell? Polizei! Oh. Dafür hast du nicht... Rückmeld! Wollt ihr mich verarschen? Nein, Crypto! Jetzt wissen die Menschen, dass du unter ihnen bist. Zurück zum Mutterschiff mit dir! Ich glaube, ich muss wirklich als Cop dadurch. Nieder. Oh mein Gott. Was zum Teufel ist das für eine Mission? Das gibt's doch nicht. Okay. Crypto, die Versammlung läuft bereits. Aber bevor wir uns um diese Mistgabel-Fanatiker kümmern, müssen wir erst das Alpha-Männchen finden. LOL? Das ist er, der Bürgermeister. Setze den Hypnoblast ein, um die Speichellecker um ihn herum auszuschalten. Okay. Wie bitte? Polizei! Lass mich in Ruhe! Nicht dein Lettich! Nein, Crypto! What the fuck? Jetzt wissen wir, dass du unter ihm bist. Zurück zum Mutterschiff mit dir! Hab ich was verpasst? Kann das gehen? Hä? Mach. Als ob da oben ein Checkpoint ist. Yo, was geht? Wieso ist hier oben Checkpoint? Bereits. Aber bevor wir uns um diese Mistgabel-Fanatiker kümmern, müssen wir erst das Alpha-Männchen finden. Das ist er, der Bürgermeister. Setze den Hypnoblast ein, um die Speichellecker um ihn herum auszuschalten. Wie soll ich denn das machen, wenn ich die von hier nicht treffen kann? Wirklich. Ich check's nicht. Was zur... Wie bitte? Kleine grüne Männchen. Ja, als... Nein, Crypto. Jetzt wissen die Menschen, dass du unter ihnen bist. Zurück zum Mutterschiff mit dir. Komm, mit erhobenen Händen. Da oben gibt's... Ja, toll. Jetzt ist die Mission komplett versaut. Ich muss nochmal komplett von vorne beginnen. Da oben gibt's einen Checkpoint. Ich kann aber von da oben nichts treffen.
Crypto, die Versammlung läuft bereits. Aber bevor wir uns um diese Mistgabel-Fanatiker kümmern, müssen wir erst das Alpha-Männchen finden. Okay, ich komm. Wenn ich nicht bald jemanden erschießen darf, dreh ich noch durch. Ich komm hier durch. Was man nicht weiß, macht einen nicht heiß. Okay. Läuft für mich. Gut, jetzt kann ich noch mal gucken. Ich muss anscheinend ein Kopf sein. Da vorne sind sie zwei. Lol, hier ist ja auch einer. Heute ist ein guter Tag, um übermäßige Gewalt anzuwenden. Jeder Tag ist ein guter Tag dafür. Okay, gut. Ich bin jetzt ein Cop. In dieses eine Lager komme ich als Cop, denke ich, nicht rein, aber ich komme. What? Wenn ich jetzt nur noch einen Wie schnell Cowboy, geht das denn bitte? Komme ich als Cop hier denn rein? Ja, okay. Boah. Was war das denn? Ich eine korrupte Sau. Ich hab die alte Dame nicht dafür bestraft. Wenn ich nur okay, das zählt schon als diese Menschenansammlung. Ach ja, im Übrigen, ihr habt es ja wahrscheinlich gesehen. Ich habe Das ist er, der Bürger. Die setze den Hypnoblast ein, um die Speichellecker um ihn herum auszuschalten. Nö? Wo ist der Polizeichef? Er wurde eingeteilt, mich zu beschützen. Was zum Teufel? Was machen die? Ich will Motorrad fahren. Warum darf ich nie Motorrad fahren? Polizisten auf Motorrädern haben viel mehr Spaß. Auf geht's. Okay, die sind gerade abgelenkt. Magst du den Das heißt? Zeit für die Bühne. Halt's okay, gut. Bürgermeister Krypto. Bürgermeister Krypto. Alles sei normal. Kein seltsames Zeug. Oder besser, nur das normale, seltsame Zeug wie jeden Tag. Der Erfolg unserer Mission hängt davon ab. Aber jetzt beeilung. Gut. Die Versammlung beginnt bald. Alles klar. Okay. Boah, was war das für eine Mission? Das wird jetzt wahrscheinlich ein längerer Part werden. Oh Mann. Jede einzelne von den verdammten Kühen und dann sah es so aus, als hätte es den armen Viechern so ein Gerät in den... Und nach all dem habe ich nicht mal Miss Rockwell kennenlernen können. Die stolzierte einfach vorbei und trug sie richtig hoch. Feldfrüchte in Kreise gelegt, wie riesige Traktorreifen. Da geht unser Erspartes hin, habe ich meinem Edgar gesagt. Keine neuen Schuhe für die Zwillinge. Unsere Darlene muss wohl noch ein Jahr mit diesem Überbiss rumlaufen und... Grüße, meine ebenfalls Menschen-Agrarökonomen. Hier geht nichts Besonderes vor sich. Alles ist normal. Macht mit eurem erbärmlichen menschlichen Alltag weiter. Vielen Dank. Da brat mir doch einen Storch. Herr Bürgermeister, ich wohne schon mein ganzes Leben in dieser Stadt. Und ich habe zweimal bei der letzten Wahl für Sie gestimmt. Also, da steht mir doch wohl eine Antwort zu. Wenn hier nichts Besonderes vor sich geht, warum leuchten dann all meine Kühe wie Glühwürmchen? Wie erklären Sie sich das, Milchgesicht? Guck dich mal an. Kühe leuchten wie Glühwürmchen. Behauptet, das Leuchten sei normal. Leugne die Beteiligung von Außerirdischen. Sagt die Wahrheit. Gib Unwissenheit vor. Oh mein Gott. Also das würde ich nicht machen, weil dann würde ich mich ja verraten. Sagt die Wahrheit. Ah nee, warte. Da würde ich mich verraten. Gib Unwissenheit vor. Kommt drauf an. Was die jetzt als Unwissenheit sehen. Leugne die Beteiligung von Außerirdischen. Da würde ich mich im entferntesten Sinne auch verraten und behaupte, das Leuchten sei normal. Naja, in welcher Welt leuchten Kühe? Also, wäre das logisch? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon Sie reden. Oh shit. Oh shit.
In Walkway gehen seltsame Dinge vor. Schieb es auf einen Wetterballon. Gib dem Kommunismus die Schuld. Bedrohe die Zuhörer. Leugne alles. Okay. Bedrohen wäre jetzt nicht so geil. Da würde das komplett sinken. Leugne alles würde wahrscheinlich auch wieder sinken. Und warum sollte ich? Gib dem Kommunismus die Schuld. Es kommt drauf an. Ist Kommunismus wirklich... kann sowas an Aliens schuld sein? Weiß nicht. Und Wetterballon? Es ist cringe, aber es klingt logischer als Kommunismus. Daher... Ernsthaft. Wenn das jetzt mit dem Wetterballon wieder ein Fehlschlag ist, dann... Dann sage ich einfach gar nichts mehr und mache einfach nur noch irgendeine dumme Kacke. Ja, aber komm, das kann ja jetzt nicht so schwer sein. Ich finde es auch gerade genial, wie einfach ich ständig auf neu aufladen muss, aber jetzt konstant es so bleibt, ne, mit der Tarnung. Ja, ist halt so. Ich hab's. Komm. Die Air Force hat mir versichert, dass die Sichtungen in Wahrheit höchstwahrscheinlich nur Nordlichter waren. Oder ein Wetterballon. Okay. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es gewesen wäre. Wir müssen eine Lösung für die Lage finden. Gib dich patriotisch. Das würde ich halt nie machen. Erzähle einen Witz. Beleidige die Zuhörer. Nein! Warum wollen die da drauf hinaus? Rede unsinniges Zeug. Das hat eben auch schon nicht geklappt, also... Mit einem Witz kommt immer gut an. Patriotisch? Es gibt halt Leute, die nicht so patriotisch sind. Und gut, okay, es ist Amerika des 30. Jahrhunderts, also 1930. Da ist Patriotismus... relativ hoch angesehen, aber ich glaube, mit einem Witz würde ich halt deutlich besser kommen. Wie gesagt, Zuschauer oder Zuhörer beleidigen ist jetzt nicht so klug und Schwachsinn zu labern ist, ja, deswegen lieber das mit dem Witz. Ich mache mich ja gerne über die UFO-Spinner lustig, aber mal ehrlich, die tragen zum Lokalkolorit einiges bei. Neben den Inzestfamilien natürlich. Danke, ich bin noch bis Donnerstag in der Stadt. What the fuck? Okay. Gut, ein Fehler haben wir gehabt. Oh, es geht noch weiter. Die Bürger brauchen einen Anführer. Junge! Sprich den Wissenschaftlern Wert ab. Versklave die menschliche Bevölkerung. Erzähle einen Witz. Warum wollen die auf... Nein! Warum wollen die das? Junge! Was ist da los? Warum soll ich Kommunist bedrohen? Ich meine, die machen nicht immer alles richtig. Ist mir schon klar. Aber deswegen gleich bedrohen? Weiß nicht. Wissenschaftlern Wert... sprechen ist auch nicht so die kluge Idee, denn Wissenschaftler machen schon einen ziemlich guten Job und wenn du sagst, hey, ihr seid alle Kacke und ihr könnt alle nichts, dann wäre das halt ziemlich dreist und krass gelogen und erzähle einen Witz, hat zwar eben schon geklappt, aber wir sollten ein bisschen ja, weiß halt nicht, wie das mit dem Kommunismus gemeint ist. Ich weiß halt nicht, ob die Leute kommunistisch sind oder nicht. Das ist halt das Problem. Fuck. Was ist jetzt, wenn ich das mache? Und die sind alles Kommunisten. Dann... Nein. Ich versklave die menschliche Bevölkerung. Need for Crypto! Was? Soll ich eine Zeichnung machen? Es war so klar. Moment mal eine Sekunde. Wie um alles in der Welt erklärt das denn die Zerstörung beim Jahrmarkt?
Aber der Jahrmarkt von Rockwell wurde vernichtet. Schieb es auf Pech, mach leere Versprechen, sag die Wahrheit. Ignoriere die Frage. Das klingt alles nicht vielversprechend. Schieb es auf Pech. Theoretisch ist es Pech. Wenn ich die Wahrheit sage, würde ich mich verraten, dass ich halt ein Außerirdischer bin. Also, soweit würde ich nicht... Ignoriere die Frage, würde meine Glaubwürdigkeit als Bürgermeister diskriminieren, sag ich. Und da ich bin zwar ein guter Bürgermeister, sag ich zwar... Seht ihr das? Okay, ich nehme alles zurück, da ist ein Knutschfleck. Wollte ich nur mal so sagen. Also ein Lippenstiftabdruck. Aber wir sind ein Bürgermeister der Staaten, deswegen leere Versprechung. Ich werde nicht ruhen, bis wir die Täter hinter dem Jahrmarkt-Massaker gefunden und ihrer gerechten Strafe zugeführt haben. Okay. Gut. Hey, nicht so schnell! Wie kann es sein, dass in Santa Modesta keiner so etwas gesehen hat? Beleidiges Santa Modesta? Gib Kühen die Schuld? Gib dich unwissend. Beruhige die Menge. Das wäre das Logischste. Beleidiges Santa Modesta. Es kann passieren, dass auch welche von denen da mit dabei stehen und das wäre dann auch nicht gut. Wobei, ich glaube jetzt nicht, dass bei einer Bürgerversammlung Leute aus einer anderen Stadt dabei sind, aber trotzdem, gib Kühen die Schuld. Sie sind zwar grün, aber halt nicht an allen schuld. Und gib dich Unwissen, das hat eben schon nicht geklappt, deswegen... Santa Modesta leidet unter den gleichen Problemen wie wir. Allerdings haben wir den preisgekrönten Lokaljournalismus der Rockwell-Gazette. Den Jungs entgeht nichts. Die sorgen dafür, dass sogar ich ehrlich bleibe. Als ob... Wie ihr also seht, gibt es nichts, worüber sich eure Menschenhirne sorgen müssten. Der Bürgermeister hat recht. Das war nur eine Reihe von durchaus verdächtigen, aber mit Leichtigkeit logisch zu erklärenden Zufällen. Genauso wie dein Gesicht. Ja, das stimmt. Applaus! Applaudiert mir! Der Lutscher. Gute Nacht und habt ein schönes Morgen. Was für Versager. Nichts als Matsch in der Birne. Die Invasion wird ein Kinderspiel. Crypto, hast du gehört, was dieser Mensch während deiner Rede gesagt hat? Hab ich wohl verpasst. Ich musste mich im Applaus sonnen. Konzentrier dich! Es gibt in der Nähe ein weiteres Menschennest. Santa Modesta hat er es genannt. Du musst seinen Standort ermitteln und dich dorthin begeben. Dort können wir noch mehr Menschen unter unsere Kontrolle bringen. Okay, cool. Das war jetzt tatsächlich auch mal eine längere Folge. Aber wir haben das allererste Mal Missionsvorschritt zu 100% erfüllt. Und jetzt, meine lieben Freunde, Bürgermeister erklärt Stadt für sicher. Die explodierenden Kühe seien unter Kontrolle, sagt Stadtsprecher. Okay. Ich denke, jetzt schneide ich euch noch das mit dem... mit der ersten und zweiten Mission rein. Komm nur näher. Waffen, Fähigkeiten, Raumschiffe. Dann hätten wir das nämlich auch geschafft. Deswegen viel Spaß. Wir beginnen mit Gib dich als Bürgermeister aus. Viel Spaß. So. Oh, cool, das ist ja ein ganz anderer Dusch hier. So. Okay. Okay.
niemals die dümmste Miss Waffle aller Zeiten sein. Aber schau dir diese Melone an. Ich will Miss Waffle heiraten, aber stattdessen sitze ich hier Stunde um Stunde, Tag für Tag und sehe zu, wie sich das verdammte Rad dreht. Runde um Runde, immer wieder, bis jemand stirbt. Passt ja wie die Faust aufs Auge. Ja, das habt ihr gut, die Geschäfte laufen, Hoffnung ist auf dem Weg, da. Bringen wir schnell hinter uns, damit wir uns den wichtigen Amtsgeschäften widmen können, Sleep mit der sexy Miss Rockwell zu verbringen. Bitte bleibt zu Hause. Okay. Ich find's auch stark, wie der Bürgermeister genauso aussieht wie der aus der dritten Mission. So. Dann hätten wir das. Auch erledigt. Wenn Mama hier noch einmal Kohlsuppe aufgetischt hätte, wäre ich durchgedreht. Ich will Fleisch. Oder fette Henne. Ja, die ist nicht gerade die Schlauste. Aber okay. Das ging tatsächlich ziemlich schnell. Bin ich sehr froh drum, dass es so schnell ging. Menschlichen Hirn einen Befehl ein und unterwerfe es unserem Willen. Ich möchte all den kleinen Leuten danken, aber dafür ist keine Zeit. Ich muss weg. Ich bin doch schon bei der Bürgermeister. Lächeln und winken. Einfach lächeln und winken. Und hoffen, dass sie den Ansatz in den Haaren... Wo ist der Ausgang? Ich find's auch stark, wie einfach da noch die Silhouette steht. Genießt das Fest. Oh, und fahrt besser nicht mit dem Schleudersitz. Der ist eine Todesfalle. What? Ey, die ist wirklich... Füße bringen mich um. Verdammte Absätze. Und halt! Ich habe meine Tasche im Pavillon vergessen. Ah, okay, das wird von schrittweise zu schrittweise gemacht, okay. Und geheimnisvoll interessant. Es gibt keine ich scan mal wieder neu. Leute, die in einen dunklen und geheimnisvollen Wald diese... nie etwas. Besonders Gott, die ist so dämlich. Oder Slasher-Filmen. Nicht, dass ich wüsste, was das ist. Also, kein Grund zur Panik. Ich kann mich nicht daran erinnern, hier geparkt zu haben. Zugegeben, ich kann mich nie erinnern, wo ich geparkt habe. Ah, ja, ist gut. Mein Auto ist irgendwie größer geworden. Und runder. Und irgendwie... Ach ja, so kann's gehen. Ach, ich hab das so unausgereift. Junge, Junge. Das war heftig. Hä? Lol. Einfach mal null getroffen. Ich zieh das einfach immer noch weiter und witzig. Ich liebe es. Das war jetzt tatsächlich ziemlich schnell. Hey, bei dir. Ach ja, so witzig. Einfach mal komplett alles zerstören. Weil, warum nicht? Ups. Geh weg. Boom. Was wollt ihr? Ich finde ja gar nichts mehr. Na klar. Boom. Alter. Ja, na klar. Hä?